In meinem neuen Buch geht es darum, wie man sich gut oder besser auf das Wesentliche in seinem Leben fokussieren kann. Ja, ein Kapitel handelt davon, wie man seine Werte mehr gewichten kann und dadurch eigentlich so einen Kompass für sein Leben gewinnt. Und das kann für den einen sein Freiheit, Sinn, persönliches Wachstum. Und für den anderen ist es vielleicht Loyalität oder anderen etwas geben oder Hingabe. Oder eine andere Übung ist, sich mehr zu fokussieren in seinem Tun. Was will ich wirklich als Wichtigstes tun in meinem Leben und was kann ich auch weglassen? Persönliche Weisheit finden ist ein weiteres Thema. Spuren hinterlassen, und zwar nicht erst später, wenn man schon gestorben ist, sondern jetzt schon in dem Leben und bei anderen Menschen. Durch echtes Geben glücklicher werden, also nicht durch dieses Verausgabende, sondern eben durch echtes Geben hin zu anderen Menschen und auch wichtige Beziehungen zu klären. Und ich habe ja sehr lange, viele Jahre in einer Krisenberatung gearbeitet, bin Psychologin und Coach und habe einen Ansatz entwickelt, wie man das besonders gut und auch pragmatisch erreichen kann. Und die Grundidee ist, dass man sich vorstellt, man hätte nicht mehr lange zu leben. Und dann geht es aber eben immer darum, im Jetzt, heute, in der Gegenwart, an jedem Tag leichter dieses Wesentliche zu leben. Ja, ich vermittle diese Themen auf eher ungewöhnliche Weise. Und das ist auch neu an dem Buch. Das geht eben auch nicht darum, dass die Leser einfach nur lesen, sondern sie sollen reinkommen ins Tun. Und dafür gibt es in jedem Kapitel eben eine dieser schon existenziellen Übungen. Dann gibt es immer eine fiktive Geschichte, also eine Kurzgeschichte. Und das ist eine Möglichkeit, dem Leser auch einen emotionalen Zugang, also einen gefühlsmäßigen Zugang noch mehr zu ermöglichen zu dem Thema. Und danach wird er selbst aktiv. Dann kommt jedes Mal eine Übung, also eine eher ungewöhnliche Übung, da können Sie gespannt sein. Und es gibt immer auch eine Auswertung dabei und die Leser planen auch gleich die Umsetzung, also rein in die Praxis. Ja, dann habe ich viele Fallbeispiele auch dabei von Klienten. Die sind alle anonymisiert und die helfen auch nochmal, sich an ein Thema besser anzunähern.